Jo und hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Snowboard Kids, dem ersten Teil, auch so ein kleiner Klassiker. Und wir werden uns einfach mal die Story bzw. die Challenges gönnen. Wir spielen natürlich zu 1 leider oder auch weniger leider oder auch whatever. Und Insert Pack, Start Game, ganz normal hier. Können wir natürlich auch, ja, es ist okay, yes, alles okay, weißt du? So, wir können hier zwischen 5 Charakteren wählen. Den Slash zum Beispiel, der hat überall 2 Sterne, wie man sieht, Speed, Corner und Tricks. Dann gibt es hier noch die Nancy, die hat wenig Speed, dafür viel Corner und viele Tricks. Dann hätten wir hier noch den Jam, den werde ich persönlich selber nehmen, weil der war immer mein Liebling früher. Ist zwar erst 10 Jahre alt, aber gut, die anderen auch, außer sie. Aber egal, hat so ein bisschen... Ja, ist ein bisschen ausgeglichener als die anderen. Sie hat dafür mehr Speed und dafür dann weniger Corner und Tricks. Und er ist dann nur auf Speed und hat gar keinen Corner und Trick. Also, naja, wir nehmen auf jeden Fall Jam. Und legt direkt mal los mit einem Battle Race hier auf Rocky Mountain. Und hier können wir natürlich auch, 5 Runden. Ja, okay. So viel ich noch weiß, können wir jetzt noch ein Board auswählen, ne? Ja, genau. Freestyle, eher für Tricks und so, ihr wisst Bescheid. Dann hätten wir noch das balancierte Board. Oder das Fast. Das nur auf Speed ist. Wir nehmen natürlich das balancierte. Damit wir da auch überall mal klarkommen. So, ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert, ja? Ich hoffe einfach mal, dass ich mich hier gut schlagen werde. Okay, alles klar. So, hier kann man auch Münzen einsammeln, diese komischen blauen Dinger. Es gibt natürlich auch rote. Und das sind dann sozusagen Waffen, mit denen du dann die anderen Spieler einfach abschießen kannst. Ach so, geht der Trick. Okay, alles klar. Halt, wie in der Art Mario Kart, ne? Hier zum Beispiel. Bam, da sind sie platt und wir sind Erster. Hammer geil. Ja, man kann sagen, es ist wie Mario Kart einfach auf dem Board. Ja. Kann man so sagen, so. Oh, knapp. Bam. So, dann gehen wir mal weiter den Fahrstuhl in der Höhe rauf und gehen die Strecke nochmal ab. Diese Strecke müssen wir natürlich 5-mal absolvieren, da sie ja dementsprechend dann auch kleiner ist. Wie man natürlich hier merkt. So, dann hier. Rechts am Bildschirm, da sieht man dann auch noch die Platzierung, also quasi, wo die anderen Spieler sind. Oh, das ist eine gute Info, da kann man immer gucken. Wieso ist denn der schnell? Achso, der hat Speed 3, ne? Ja, das war der. So, hier, der Geist ist auch ganz toll. Der Geist verlangsamt quasi die anderen Spieler, beziehungsweise den Erstplatzierten. Das ist auch sehr geil. Falls man da mal so irgendwie Letzter oder so ist, dass man da auch mal aufholen kann. So, der zweite Stein hier rein. In Lift, meine Freunde, in Lift. Oh! Da hat sie sich ihre Nase gestoßen. Und man muss sagen, die haben für ihr Alter eine Stück große Nase, wa? Bam! Oh, was würde ich jetzt dafür geben, wenn es bei uns jetzt auch so kühl wäre? Weil zurzeit ist es echt voll warm hier und ich bin schon halb am Verglühen. Bam! Aber was willst du machen? Es ist natürlich immer mal Sommer im Jahr, ne? Das ist halt leider... Ich bin ja nicht so der Sommertyp, das wisst ihr ja. Ich bin eher der Wintertyp. Aber da muss man jetzt durch. Diese Dinge, die gefallen mir ganz gut. Da fliegen sie nämlich ganz hoch in der Luft und dann dauert das eine Weile, bis sie dann wieder auf dem Boden der Tatsachen... Boden der Tatsachen angekommen sind. Ach ja, und unten sieht man dann auch wieder unsere... Willst du mich verarschen? Okay. Unten sieht man dann auch unser Geld, unsere Münzen. Pro Item, das wir kaufen, zieht es uns 100 ab. Also das Ding kostet 100. Wie ihr sehen könnt jetzt, bam. Alter! Willst du mich verarschen? Hier, frisst das. Du auch. Komm jetzt. Tschüss. Kannst eine Weile da oben bleiben jetzt. So, und diese Tricks, die man hier machen kann. Tricks, meine Fresse. Die bringen uns natürlich auch Münzen bzw. Gold.
oder halt Bargeld oder whatever, wie ihr das nennen wollt. So, friss mal den hier. Das ist letzte Runde, sag mal. Jetzt kommt die letzte, okay, ist klar. So. Ja, schon ein bisschen aus der Übung, glaub, hier bei dem Spiel. Let's see! Oh! Hammer, geil, ey. So. Ja, dieses Spiel hat auch wieder schwarze Ränder, leider, das halt ein älteres Game ist. Da kann man halt nichts machen. Man könnte natürlich versuchen, irgendwie so einen Rahmen drumherum zu machen, aber da müsste ich mich erstmal schlau machen. Und so wie ich mich kenne, dauert es dann auch wieder eine Zeit, bis ich das getan habe. Da, ihr wisst, ich habe ja nur begrenzte Zeit irgendwie. Außer jetzt, ich habe eine Woche Urlaub und da werde ich einiges aufnehmen. Und da habe ich einiges vor auch. Aber da werdet ihr schon sehen, was alles auf euch zukommen wird. So, auf jeden Fall hier letzte Runde. Wir müssen uns beeilen und schnell ins Ziel. Jemand ist uns auf den Fersen. Komm, komm, komm. Und wir haben es geschafft, Alter. Geil. Super, erster Platz haben wir schon mal gemeistert. Mit dem Cham. So, meine Freunde. Weiter geht's hier. Was kommt jetzt? Machen wir noch eine Battle Race. Big Snowman heißt das Ziel. Da werden wir natürlich jetzt Vollgas geben. Dementsprechend dann auch wieder das balancierte Board nehmen. Level 1, ich weiß gar nicht, ob man das noch steigern kann. Das muss, glaub, es gibt, glaube ich, so einen Shop, wo man das quasi tunen kann, glaube ich. Aber ich will nichts mutmaßen, was dann im Endeffekt falsch ist. So. Okay. Letzter. Irgendwie starten wir immer als Letzter, kann das sein? Ah, Drecksack. Komm schon, yes. Dann nehmt mal das, Freunde. Hä? Sehr schön, oder? Du bekommst mal einen schönen Geist hier vorne dran. Bevor du uns das Item wegschnappst. Oh, das ist ein Bomb. Das sind so, für meinen Geschmack, die weniger wertvollen Items, die man benutzen kann. Weil wenn die Bomben dann natürlich an der Wand gehen, die haben so einen gewissen Radius. Da wirst du dann oft auch selber getroffen einfach. Und das ist, Drecksack, komm her. Hier, oh, ja, genau das meine ich. Das war ein gutes Beispiel gerade. Wie es eben nicht laufen sollte. Jetzt aber. Ja, gut. Das hat nochmal geklappt. Oh, die ist aber so weit vorne jetzt. Aber er nimmt das erstmal. Das sind da erstmal platt. Und da können wir gut aufholen. Komm, 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 komm. Wir schaffen das, Jam. Wir schaffen das, Jam. No! Okay, komm. Feuer! Tschüss. Schön die Münzen mitnehmen, damit wir das uns auch leisten können. So, der Turbo. Oh, eine feine Sache hier. Oh Gott. Schade. Und jetzt noch voll den Fallschirm abbekommen. Toll. Das schmeißt uns natürlich zurück. Aber wir haben noch Eiszapfen, die wir werfen können. Bam. Ja, ich werde schon noch Erster, keine Sorge. Es gibt also zwei Strecken oder eine, die dann knifflig werden, glaube ich. Ich habe es noch so ein bisschen in Erinnerung. Aber kann dazu jetzt auch nichts Näheres sagen. Es war, glaube ich, auch nachts dann. Also die Map war auch nachts dann. Das war alles dunkel. Was macht der? Oh, Glück gehabt. Komm schon. Bam. So. Jetzt hört doch mal. Ey. Weißt du? Das ist ja schlimmer als ein Mario Kart. Du bist ja dauernd getroffen hier. Nice. Ja, danke schön. Spiel ist auf Englisch, wie man es hören kann. Ist das überhaupt auf Englisch? Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das jetzt Englisch ist alles. Das ist die Sprachausgabe auf jeden Fall. Wo alles daneben gesammelt. Hammerhart. So, ihr merkt bestimmt diese Runde. Diese Map. Alter! Diese Map ist ein bisschen länger, darum gibt es hier auch dementsprechend dann auch nur zwei Runden. Der Moderator sieht auch geil aus. Ja, jetzt müssen wir aber da einiges gut machen wieder. So, komm schon, gib Gummi. Der nimmt uns immer unsere Items weg hier.
Ja, ich habe vorhin auch noch nach einem Spiel gesucht, das ich gerne auch zeigen will, aber irgendwie. Ich muss mal gucken in meiner alten Gamebox, ob da das Game drin ist, damit ich da den Namen weiß. Das ist ganz ein komischer Name. Kennt bestimmt nicht jeder, wie gesagt, schon. Wird auch ein bisschen länger dann. Ist auch Story. Ist auch Story-mäßig, Story-belastet. Story-lastig wohl eher gesagt, nicht belastet. Belastet bin ich wohl eher hier mit meiner Störung gerade. Okay. Zweiter. Alter, jetzt hört doch mal auf mit diesen Handschuhen, ey. Ich will mal. Ey, das ist ein Da. Ey, nee. Also bei der Map sind sie ganz bisschen aggressiver, wa? Ey, da müssen wir noch gucken, ob wir das reißen hier. Bam! Alter! Der nervt mich schnell, der Grüne. Geht dem ja auf den Keks gerade. Ah, komm, komm, ist meins. Komm schon. Ah, du bist ein Saftzer, weißt du das? Ja, Freunde, sagt mal, kennt ihr das Spiel auch schon oder beziehungsweise habt ihr das Spiel früher auch schon gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Kennt ihr denn auch den zweiten Teil zum Beispiel? Alter, der geht mir so auf den Sack, der Grüne, ne? Weil den zweiten Teil. Ja, das Ding ist, der erste gefällt mir besser. Und wenn ihr es sehen wollt, würde ich auch den zweiten machen dann irgendwann. Alter! Das ist nicht euer Ernst, ey. Ja, das war alles für den Arsch gerade. Ein Geist! Was bringt mir jetzt ein Geist, ey? Wir müssen voll aufholen. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Das Blaue brauche ich jetzt. Komm, komm, komm. Oh, nee. Das bringt mir doch alles nichts. Ich muss auf jeden Fall erst ins Ziel kommen. Ist es da vorne schon? Nee. Gut, zweiter ist noch geil. Gib mir das her, gib mir das her. Geil. Ah, boah, das ist mal gut gemacht hinter mir. Ich bin stolz. So, wenn wir jetzt vor dem Ziel fehlen, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ich werde mein Bestes tun. Mein Bestes geben. Mein Bestes versuchen, jetzt ins Ziel zu hüpfen. Yes, geschafft. Hammergeil. Zweimal Erster. Aber diese Runde, muss ich sagen, war schwerer und knapper. Dann müssen wir gucken. Dann müssen wir gucken, wie es in den anderen Runden wird. Bam. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das nächste Battle, Sunset Rock, machen wir in den nächsten Part. Dann das Let's Play wird dann wahrscheinlich 1, 2, 3. Wenn wir drei Parts nur geben, aber immerhin ist es dann durch, wa? Darum sage ich das einfach mal. Bis zum nächsten Mal, euer Luzi, haut rein.